My name is Tripitaka, but I often get called Trip. I mean, pretty much always, people call me Trip. How about you? I don't have a name. You must. Everyone has a name. Not everyone. Well, what did your parents call you? They were killed in a mech attack when I was a kid. I grew up in the wilds, alone. Well, what do other people call you then? Monkey. In the communities I trade with, some of them call me Monkey. If you want to give me a name, you can use that. Okay. Monkey. Ja, damit wird auch schon wieder der Bezug zum Wukong hergestellt, der chinesische Gott oder gottähnliche Typ. Das ist ja auch ein Affe. Und ich meine, er bewegt sich auch wie ein Affe, also da ist Monkey schon ein richtiger Name für ihn. Ich möchte mal noch kurz was in den Options machen. Ich möchte... Die Stimme selber kann man gar nicht hochstellen. Naja, dann halt nicht. Sieht cool aus. Get down. Schon wieder einer. Scanning. Und auch hier liegen Minen auf dem Boden. Wait. I'm detecting a fuel source. Fuel cell. No. This is from the old days. It's in that container. It's like it's petroleum. You know, Monkey, if you could actually get up to that turret, you can take control of it. Ja, wenn's weiter nichts ist, dann, Nein. Wie komme ich denn da hoch? Pöp. Sag mir mal, wie ich da hochkommen soll. Mach auf jeden Fall mal die Ablenkung. Jetzt zurück. Er will hier auch nicht runtergehen. Okay, fully charged. Also gut, ich muss hier. Okay, ich muss darüber gehen. Irgendwie darüber. Dann gehe ich doch erstmal hier weiter. Hier, und hier natürlich auch noch die Teile einsammeln und den Abcheck. Da liegen noch mehr dann nachher. Nachher dann. So, wenn er die Koi wieder übrig ist, dann wieder bereit ist. Und hier schnell rüber, da müssen wir noch rüberkommen. Edgy Badge, nicht gesehen. Kann uns jetzt sehen? Nee, oder? Dann klettern wir doch mal hier hoch und übernehmen den. Trip hat gesagt, wir können das machen. Nice. Und da müssen wir hin. Das ist unser Ziel. Wir wollen ja unser Motorrad aus dem Schiff rausholen, mit dem wir abgestürzt sind. Lenk bitte nochmal ab. Ja, hopp. Hilf, jetzt hier. Runter. Oh. Okay, cool. Ich möchte erstmal noch auf diese Dinger hier schießen. Irgendwie habe ich sie. Wobei. Wir machen den mal kaputt. Und jetzt kommen vielleicht Viecher angerannt und die können wir mit den Fässern kaputt machen. Ja. Läuft wohl. Wo denn? Ah, da. Okay. Ach, fuck. Oh, hier, meine Maus ist ganz komisch eingestellt. Oh, ich glaube, ich bin zu spät dran.
Wo? Meine Mausgeschwindigkeit ist ganz niedrig. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Wo sind... Ah, da. Da sind sie. Boom. From everywhere? Wo ist everywhere? Da. Da unten ist Pip. Was? Welcher? Wo? Ja, mach ich schon. Ja, easy. Nimm die Dinger damit, bitte. Okay. Darüber? Und dann hüpfen wir wie ein Affe hier weiter. Und hier umsonst haben wir den Namen Monkey. Hier rüber. Und hier rüber. Und dann treffen wir da drüben wieder auf Quip, oder? Hey, wait up. I've got an idea. I think I can upgrade your equipment. Ja, mach das mal bitte. Aber ich möchte hier noch ganz viel Kügelchen einsammeln. Waren das alle? Ja, das waren alle. Okay. Aber da drüben jetzt auch noch welche. Die nehmen wir natürlich mit. Oh, so viele Glückchen. Und dann schauen wir uns an, was sie mit unserem Equipment gemacht hat. Kommen wir da hoch? Nee. Sackgasse. Okay. Was ist mit dem da oben los? Irgendwie hat mich das ein bisschen verwirrt gerade. Ihr habt es bestimmt gemerkt. Ja, komm, hüpf hier rüber. Okay. Da wollte ich nicht rüberspringen. Ich will da rüberspringen. Ich höre doch, dass sich irgendwas bewegt. Schon wieder? Na komm, werf sie. Hä, wohin soll ich sie? Ich soll sie schon hier rüberwerfen, oder? Ja. Aber finde ich cool, dass es immer wieder so ein bisschen Interaktion zwischen den beiden gibt. Du hast mein Equipment geupgradet. Was ist das da? Ah! Cool! Jetzt können wir hier quasi unsere Punkte reinarbeiten ins Schild. Schildstärke, und zwar, wie viel kosten das denn? 30.000 und wir haben 119.000? Okay, aber ich möchte erstmal mehr in Angriff. Combat. Feuerrate. Stimmt, das können wir jetzt auch machen. Mehr Munition. Stuntime. Stun Effect. Das habe ich schon, oder? Das geht alle, aber alles auf diesen Plasmaschaden. Ach, das ist Nahkampf. Ah, das ist Nahkampf, okay. Erhöht den Schaden und den Stunzeit auf mehr Gegner. Hier. Powerful Attack. Das machen wir gerne. YB. Was? Jungs, YB, was? Ich hoffe, das wird noch erklärt. Counterattack, ja, mit B, ist klar. Und dann noch, komm. Und, ja, jetzt können wir auch sehen, wer uns angreift und wer sich verteidigt. Nämlich mit Rot und, Gelb. Hier runter? Hier runter. Hier runter, jetzt hier runter. Hier runter. Dann wollen wir doch mal weiter solche Punkte suchen. Die sind ja ziemlich geil, diese Punkte. Oh, irgendwelche Energiepunkte.
Gibt sie mir alle. I'm gonna catch them all. Halt. War ja klar, dass hier unten noch Punkte sind. Das können wir also immer machen. Wir brauchen nicht irgendeinen extra Shop oder so. Das heißt, ich sammle einfach vor mich hin. Quasi wie bei Tomb Raider auch so Waffenteile oder... Oder auch in anderen Spielen kann man ja immer Teile suchen und dann seine Waffen, seine Fähigkeiten verbessern. Finde ich ja sehr schön. Hoppala. Da kommen doch bestimmt Gegner, oder? Das ist doch auch bekannt, diese Weltzeitkugel und das Aquarium. Make any sense, they should be dead. It makes perfect sense. The sunlight feeds the plants oxygenate the water, the small fish eat the algae, the big fish eat the small fish. It's a closed ecosystem, just like my home. My father designed our community to work in exactly the same way so that we'd never have to leave the outer compound walls. We grow our own food, condense our own water, create our own energy. We have everything. Except the future. What do you mean? Well, I've seen it all before. Scattered tribes coming together under one visionary leader. It's never long before. They attract the attention of the slavers, which obviously has already happened. It was just one slave ship. Only caught a handful of us. Think more won't follow. If these fish can survive for 200 years against all the odds, so can we. Oder auch nicht. Kollege, du bist ganz schön fett. Ja, okay. Blocken kriegt also nichts gegen den. Okay. Ich muss hier Leben einsammeln. Leben einsammeln. Ach, ich habe fast mal Plasma eingesammelt. Hier Leben ist hier hinten. Ach, im Kopf, im Kopf, im Kopf, 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 Kopf. Das heißt, ich kann jetzt kaputt machen. Ach, unten rechts zeigt es mir an, wie viel Ladung ich habe von meinem Plasma-Ding. Oh, fuck. Ich brauche mehr Leben. Und ich brauche nochmal so ein Plasma-Schießding. Woher nehmen und nicht stehlen? Keins mehr. Okay, dann brauche ich halt doch nicht drauf. Ich kann den aber auch nicht blocken. Jetzt habe ich dich. Ja, mach ich doch. Au. Ja, das hat ja gut geklappt. Ich sollte ihn taunten. Ich sollte die Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Und er zerstört mich einfach. Okay. In den Kopf, in den Kopf, in den Kopf. Kopf. Ziel auf den Kopf. Ja. Nochmal. 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 Scheiße, jetzt habe ich das Leben eingesammelt. Oh, ich hab keinen Schuss mehr, okay. Ich soll den torten. Oh, okay, das sollte ich ausweichen. Aua, ich will doch von hinten ran.
Er ist mich tot. Heieieieiei. Okay, ich muss das irgendwie, Vielleicht kann Quip mir ja helfen. Ja, genau, treff mich direkt. Arschloch. Okay, Quip macht gar nichts in dem Fight hier. Edgy Badge versteckt. Okay, nochmal. Also er greift mich immer an, wenn... Genau, mit dieser Attacke und dann greift er mich ständig an. Jetzt ausweichen! Ausweichen. Hallo? Ich bin jetzt voll ausgewichen. Hey, sag mal, Kollege, bei dir ist auch irgendwie einiges kaputt gegangen, oder? Also, du machst zumindest mich kaputt. Ja, genau. Das nennst du also Losing Control? Ausweichen. Leben holen unbedingt. Verdammte Scheiße, dieser Typ. Okay, das Leben hole ich mir auch gerade direkt. Nein, natürlich nicht. Ich bin direkt vorbeigelaufen. Okay, ich soll ihn erst Schaden machen, bevor ich ihn ablenke. Haha, ausgewichen. Warte. Okay. Oh fuck. Oh, was geht denn bei dem jetzt ab? Hey. Okay, ich soll mich also... Okay, ich muss ihm also Schaden machen und muss ich mich in die Mitte stellen, also... Okay, jetzt verstehe ich das Ganze. Ausgewichen, Edgy Badge. Wieder Schaden machen. Ich habe noch so wenig Leben. Wenn ich das überlebe, dann weiß ich auch nicht. Dann bin ich der Beste. Ausgewichen. Perfekt. Einfach draufhauen. Draufschießen. Okay. Und darüber. Hüpfen. Komm noch einmal. Komm, hier bin ich. Hey. Nice. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das noch schaffe. Also, hättet ihr bestimmt auch nicht gedacht. Es war richtig knapp jetzt gerade. Und die armen Fische. So viel zum Thema ein geschlossener Öko-Kreislauf kann überleben. Wenn nichts von außen kommt, kann es überleben. Come on, let's scan this thing. Wenn nichts von außen kommt, keine Einflüsse von außen, dann kann so ein Ökosystem überleben. Hab bitte keine Angst.